Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. In dieser Folge zeige ich euch, wie man ein Zitat markiert. Das macht man mit dem Tag BlockQuote. Und ich erinnere nochmal daran, das sehen wir auch gleich, dass diese Tags dazu da sind, um die Bedeutung von einem bestimmten Textteil darzustellen. Die sind nicht zur optischen Verschönerung da. Und ich habe es ein bisschen ausprobiert. Es ist tatsächlich so, ich habe ja einen Blog, auf dem ich relativ viel zitiere, weil es auch so ein halb wissenschaftlicher Blog ist. So. Und wenn man seine Zitate markiert, das habe ich früher eben wirklich nicht getan, aber wenn man sie zitiert, markiert, dann findet Google einen auch leichter oder auch, hoffe ich, andere Suchmaschinen. Ich habe es jetzt nur mit Google ausprobiert. Man rückt so ein bisschen weiter nach oben in dieser Rangfolge der unbedeutenden Blogs, die man so im Laufe seines Lebens schreibt. Das ist ganz einfach. Ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Hier oben habe ich jetzt erstmal einen ganz normalen Text geschrieben. Und hier, das ist jetzt dieser Text. Das ist ein Zitat von Friedrich Nietzsche, einem deutschen Philosophen, aus seinem Buch Jenseits von Gut und Böse. Und das kann man ganz einfach herstellen. So, ich habe jetzt hier ein bisschen schon weiter programmiert und zeige euch das jetzt einfach nur. Ihr müsst mir nicht immer beim Tippen zusehen. So, also hier habe ich noch einen Tag vergessen, das End-Tag. Das macht jetzt nicht so viel aus, aber gut, okay. Und hier habt ihr jetzt das Zitat stehen. Es beginnt mit Blockquote und endet mit Schrägstrich Blockquote. Und dazwischen kann man dann eben sein Zitat setzen. So. Und hier kann man ganz normal, Entschuldigung, Style gleich und dann was weiß ich zum Beispiel, Background Color, kann man zum Beispiel auf ein leichtes Grau setzen. Na, nehmen wir mal so ein Grau. Relativ helles. Und dann kann man das besser sehen. Upsala, was habe ich getan? Ah! Anführungsstriche zu. Die sollte man nicht vergessen. So. Und jetzt seht ihr, ist das Ganze schön eingegraut, der ganze Kasten. Und wenn man dann lustig ist, dann kann man eben tatsächlich noch ein bisschen Platz sich schaffen mit einem Innenabstand. So. Und dann sieht das Ganze recht hübsch aus. Ne? So. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Quellenangabe, die müsste man dann auch noch darunter setzen. So. Als nächstes, in der nächsten Folge, zeige ich euch, wie man hier solche geordneten Listen macht, dann auch die ungeordneten Listen und dann schließlich solche Definitionslisten. Da war ich jetzt mal ganz faul, nicht, dass mich jetzt hier jemand verklagt. Ich habe einfach aus Wikipedia die ersten Absätze rausgenommen, um euch zu zeigen, es gibt eine Definition und dahinter oder ein zu definierendes, wie es eigentlich heißt, und dahinter folgt dann die Definition etwas ausführlicher. Das ist ganz sinnvoll, wenn man zum Beispiel ein Glossar erstellen will und eine schöne Übersichtlichkeit herstellen will. Gut, aber das gibt es in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.